Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocket League. Bevor wir heute eine Runde spielen werden, werde ich mal ein paar Dinge abgehen. Und zwar wollten einige von euch schon immer verschiedene Sachen wissen, egal ob es die Autofarbe ist oder Settings oder so. Ich hatte die Settings zwar jetzt einmal am Ende des Parts erwähnt, aber ich dachte, ich mache das mal in einem eigenen Part direkt am Anfang und danach kommt dann noch eine Ranked-Runde. Wir fangen als erstes erstmal mit den Farben vom Auto an. Ich habe keine Preset-Farben, also das Auto ist Octane, das ist ganz klar. Ist auch, glaube ich, das einzige, mehr oder weniger einzige. Oh, Batmobile habe ich tatsächlich keinen Sieg, obwohl ich das ein paar Mal gespielt habe. Aber ich glaube immer nur im Freeplay. Dann hier, zack. Oh, Paladin habe ich einen einzigen Sieg. Ich glaube, das habe ich mal am Anfang gespielt. Ja, yeah, also Octane, wirklich das einzige Auto, was ich bisher auch gespielt habe. Dominus würde mich eventuell noch reizen oder das neue, aber das habe ich nicht. Das sieht interessant aus, das was Manu hat. Hier ist wie nennt man, Aufkleber habe ich den Schädel. Persönlich hätte ich lieber einen anderen, so seitlich. Finde ich den hier zum Beispiel cool, aber dafür finde ich den von oben nicht so cool, deswegen habe ich den nicht. Aber die anderen finde ich einfach alle noch schlechter. Hier die Wings gehen eigentlich auch noch, aber da hast du oben nichts, deswegen habe ich da den Schädel, weil der am meisten so gibt und auch nicht so ganz symmetrisch ist, was mir in dem Fall gut gefällt, auch wenn ich gerne für Symmetrie bin. Da müsste es für mich noch bessere geben. Die Farben bei Blau sind hier dieses Grün, unten links und Holz, finde ich, ist das passendste davon. Die gebürstetes Metall und so, das hat was, aber andererseits wieder nicht. Kohlefaser finde ich je nachdem auch ultra geil. Korrodiertes Metall finde ich merkwürdig, es hat was, aber andererseits auch wieder komisch. Und dann dieses Metallic ist nicht so ganz meins. Und was ziemlich cool ist, ist eigentlich Perlmutt. Ich weiß jetzt nicht, welcher der beiden. Ich glaube Perlmutt einfach, weil das so in den Farben übergeht. Je nachdem, welche Farbkombination man hat, ich glaube so blau-orange oder irgendwie so, dann sieht das Auto trotzdem ziemlich orange aus. Aber es gibt ja jetzt grüne Farben, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber ich mochte zum Beispiel blaue Autos nicht so. Ich hatte das auch mal eine Zeit lang. Ja. Und die Sekundärfarbe ist halt weiß. Da hat man ja mehrere Auswahl. Aber ja. Und das mit korrodiertem Metall. Gelb ist korrodiertes Metall. Ich weiß nicht, wie man das pronunziert. Also ob es korrodiert oder korrodiert. Keine Ahnung. Entschuldigung. Gelb ist eigentlich auch interessant. Da könnte man auch wieder Holz nehmen. Man könnte eventuell auch ein helleres Gelb nehmen. Wobei ich von der Farbintensität oder ist es intensiv oder ja, ist egal. Aber der Farbton gefällt mir, der könnte nur ein bisschen knalliger sein, aber wenn ich ein knalligeres nehme, ist es mir zu hell. Das ist das Problem. Wobei die anderen natürlich auch geil aussehen. Also ich finde, Team Orange ist super cool. Mit dem Metall, aber wie gesagt, das Gelb hier, das zweite. Reihe 2, Dings 2, Spalte 2 und einfach nur schwarz. Da kann man natürlich auch wieder tausende andere nehmen. Wobei das hier sieht noch nicht mal so schlecht aus. Das erinnert mich gerade irgendwie an Fla von Holland. Ich weiß nicht warum. Whatever. Gut, die Reifen, das sind die Looper-Reifen. Mittlerweile schon einiges gefahren. Ansonsten, ich glaube, die waren von Halloween, ne? Könnte sein. Gibt es nicht so viele, die ich bisher gefahren bin. Die bin ich ganz kurz gefahren, aber hauptsächlich bin ich, glaube ich, die Traher gefahren, ja. 1800 Kilometer fast, also da sieht man einiges. Und alle anderen gefallen mir eigentlich auch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Die hier gehen jetzt tatsächlich. Aber das waren meine früheren Reifen, bis ich dann die Looper bekommen habe. Und ja. Dann Pixelfire haben ja auch einige mitbekommen. Ganz einfach. Mittlerweile 32 Minuten erst. Den Heilig hatte ich sehr lange, wegen Jesus und so. Und ansonsten hatte ich die Ice Shards auch länger. 7 Stunden. Und zwischen den Ice Shards und dem Pixelfire hatte ich dann, fuck, wo ist es denn? Irgendwo muss da Blitz stehen. Unter B. Datenstrom, ne, da, Blitz, 47 Minuten, ist jetzt nicht so lange, aber, ja, wie gesagt, Heilig hatte ich eigentlich am längsten, und ich glaube, ansonsten hatte ich nicht wirklich irgendwelche anderen, hier, die habe ich nicht, oh, 12 Sekunden, da ist aber lange geboostet, wow, ja, die Cappy ist der Heiligenschein, sogar mit Flieger,
wie viele Tore du aus der Luft erzielst, 22. Gut, interessant wäre natürlich auch zu wissen, seit wann. Aber ansonsten habe ich noch den anderen Heiligenschein. Und ich glaube, ich hatte mal kurzzeitig irgendein anderes limitiertes Item. Kann das sein? Ah ja, hier die Nice Shot mit, stimmt. Weil die einfach cool aussah. Aber das war es dann auch schon. Ich glaube, ansonsten hatte ich nichts wirklich auf. Ja. Und Antenne habe ich keine. Da hatte ich mal eine Zeit lang natürlich die Luxemburg-Flagge. Kann man auch kurz gucken, wie lange ich die an hatte. Na, 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 na. Dann kommt ein L. A, B, C, D, F, G, H, J, K, L. D, 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 D. Da. 3 Tage sogar. Also ist länger, als ich gedacht habe. Aber die habe ich dann abgenommen. Seitdem nichts mehr, weil ich es generell eher uninteressant finde. Wie kommt man denn. Ah. Hier wieder raus. Ja, ich weiß nicht, ob ich was. Ich hatte bestimmt noch irgendwas mal ein bisschen kurz ausgerüstet. Was ist das denn? Warum habe ich das nicht? Ah, hier, die Zuckerstange hatte ich eine Zeit lang. Sogar nicht nur kurz. Ja. Und der Titel ist halt Meister, whatever. Den haben wir auch bald. Und ansonsten auch die Settings. Wo finde ich die Option? So, die Kamera. Das Kamerawackeln mache ich natürlich jetzt für euch aus. Kappa. Nein, das bleibt an. Ich habe mich da einfach dran gewöhnt. Und fertig aus. Muss man mit klarkommen, wenn man meine Parts gucken möchte. Und das hier müssen eigentlich relativ die Standardeinstellungen sein. Also ich kann mich nicht erinnern, die mal umgestellt zu haben. Vielleicht bin ich mal aus Versehen ausgerutscht. Das heißt, einzelne Werte können vielleicht ein bisschen variieren, aber ansonsten müsste es halt echt Standard sein. Ja. Und Steuerung ist halt Tastatur, also da habe ich eigentlich auch nichts geändert. Ja. Und der Chat hier, hab ich nur hier dieses brauche Boost geändert, ansonsten habe ich da nicht viel. Hier kann man natürlich noch seine Sachen anpassen. Ich wüsste jetzt nicht, dass da vielleicht dieses Nein. Das könnte man da machen. Ist ja auch egal, wie geplant so. Fertig aus. Wow. Das muss natürlich jeder für sich wissen. Ich weiß nicht, was hier ist. Mausempfindlichkeit, bla bla. Das ist natürlich alles für mich. Ja. Aber die Kamera ist eigentlich Standard-Setting. Und die Steuerung ist Tastatur und Maus. Von daher muss auch jeder für sich wissen. Das ist auch eigentlich echt alles normal. Von daher auch egal. Und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Match. Ich bedanke mich fürs bis hierhin aufpassen und viel Spaß noch bei der kommenden Runde. So, dann machen wir dann die Runde Ranked hier mit dem lieben Woddy. Das ist eine Legende, wie man sieht. Ich kenne ihn zwar nicht, aber es ist trotzdem eine Legende. Meine Mama hat mir viel von dem erzählt. Und wir spielen den Pass nicht in die Mitte, weil wir den verfehlen. So ein Mist. Aber gut. Oh. Da fährt er sehr aggressiv, aber unser Mate ist zum Glück sehr, sehr defensiv und macht dadurch ein Tor. Jawohl. Also, not fucking bad. Also, der ist zwar nicht so festgeflogen, aber der war ziemlich nice geschossen. Und der eine ist halt scheiße gefahren. Okay, das habe ich nicht ganz erkannt, wie das jetzt genau ist. Es war ein orangener Schweif, das heißt, derjenige von denen hat ihn zuletzt berührt. Aber wie dem auch sei, das ist auf jeden Fall sehr, sehr übertrieben gut gemacht geworden von dem. Ich gehe da mal nicht hin, ich habe nämlich einfach keinen Boost. Und dann macht er wieder. Ey, ich sag, das ist eine Legende! Ich sag's doch! Guter Schuss, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Nix. Oh, okay, das war aber der Gegner schuld. Da kann ich nicht viel zu sagen. Das war ja wieder ein guter Pass. Den muss ich nach rechts, fuck, ein bisschen weiter rechts spielen. Ich konnte den auch nicht aufs Tor bringen. Da fahren wir mal nicht drauf. Wir machen das langsam. Und da schießt Woddy! Kein Tor. Ich fände es schöner, wenn er 2 O's hätte. Da bin ich ganz ehrlich. Woody hört sich ein bisschen besser an. Machen! Ich weiß nicht. Also irgendwie trollt der Gegner aber auch da ein bisschen rein. Dieser Gelbe. Der da. Das ist schon ein bisschen Troll. Aber es ist auch ein bisschen komisch. Er schießt dagegen und der Ball, der bleibt da einfach liegen. Also das ist ein bisschen unlucky. Muss man schon so sagen. Und das war so toll. Okay, da hätte ich dran gehen können. Da hätte ich tatsächlich dran gehen können und an den Folgeball dann auch wieder. Das ist immer das Problem.
Wenn man den Chat öffnet und trotzdem den Tor schießt. Nee, wenn, also mal davon abgesehen, also wir dominieren die ja komplett und ich mache nicht viel. Das ist hauptsächlich der Body. Aber das ist immer blöd, wenn man mit bestimmten Moves rechnet und die nicht passieren. Oh, dann kann der Body wegschießen, aber nicht feste. Ah, fuck. Das war jetzt zum Beispiel ein Ball, wo ich drauf gehen wollte. Und das ist... das ist so schwer manchmal, diese Balance zwischen Zögern und Nicht-Zögern zu finden, wann es richtig ist und wann es falsch ist. Weil man muss sich natürlich auch... Wow. Oh, ich dachte schon. Dem Gegner was anpassen. Und... Ach, shit, das war jetzt unlucky. Das ist dann schon schwer, je nachdem. Oh. Wenn die nicht so einen konstanten Spielstil haben, sondern wenn die selber nicht genau wissen, was sie machen wollen. Der war ziemlich assi. Da haben sie Pech gehabt, dass der nicht belohnt wurde. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, den muss er... Sollte er weiterspielen. Naja. Oh. Ja, okay, aber den Boost kriege ich nicht. Oh, der da ist auch weg. Dann gehen wir ganz zurück. Und wahrscheinlich ins Tor. Nee. Oder doch. Puh. Das war jetzt auch... Ein unangenehmer Ball, muss ich sagen. Oh, den hätte ich benommen. So, Entschuldigung. Ich dachte irgendwie, dass er dann hingeflogen kommt. Aber weil mein Mate und er gleichzeitig hoch sind, ich wusste einfach nicht, wird der Ball aufs Tor geschossen? Gibt es dann den 50-50 und so? Das ist immer nicht so einfach, weil wenn er dann den Schuss hinkriegt, dann bist du zu langsam für den Schuss. Im Normalfall. Aber ich kann nicht bei so einem Hochspringen. Ist ja auch gut gegangen, offensichtlich. Fuck. Okay. Ja, fuck. Oh, den könnte er ja machen. Ach, schade. Einen ganz kleinen Rechtsdrall reinbekommen und dann wäre er gegangen. Und. Nee. Da war ich zu langsam. Und. Den kriege ich auch nicht. Ja, dann kurz gucken, wo der Ball hinkommt. Ich glaube, gehen wir nicht aus dem Tor raus. Sonst wäre ich nämlich Boost holen gegangen. Ja, ich habe keinen Boost. Ach du Scheiße. Oh, den hat er zum Glück ordentlich verkackt. Und den kann er machen. Einfach nur rechtsklicken. Einfach nur. Der geht sogar von selber. Den hat der andere aber noch. Schön. Alter, ohne Boost hat er mein Mate den gemacht. Also, das war echt gut. Ich kann dem keinen Vorwurf machen. Mit seinen 500 Punkten mehr als ich. Oh, was mache ich da? Da habe ich ein bisschen zu viel gewollt. Ups. Naja, wir nehmen nur den Boost. Das ist das Wichtigste. Da zögere ich jetzt trotzdem mal. Und auf den gehen wir schneller. Aber den hat der andere nicht gut. Ah, fuck. Ich hatte gedacht, er prallt ein bisschen fester von ihm ab. Ich hatte das schon gesehen, dass es ihn nicht trifft. Schön. Das war super schlecht von dem Alexander Phillips da. Erinnert mich irgendwie an den Klassenkamerad von meinem Namen her. Aber ich war nur ein Jahr auf der Schule, deswegen... habe ich nur einen Fachassistenten gemacht nach dem Abitur. Ich glaube, der hieß nicht Alexander, aber trotzdem irgendwie... Weil mein Bruder heißt Alexander, okay, aber... Dieses Phillips, I don't know. Aber niemand wird sich... Aber der hieß auf keinen Fall Alexander Phillips. Oh, das war echt knapp. Ich konnte ihn vorher, glaube ich, nicht spielen. Und jetzt hatte ich schon Angst, dass er dann da dran kommt. Ich habe keinen... Boost. Aber mein Mate kickt mich einfach in den Boost. Das ist ganz einfach. Ach, der geht nicht. Aber er könnte ihn korrigieren. Oh, schade. Ich dachte, dass er vielleicht denkt. Ha! Er geht nicht. Oh! Schade. Ja, okay, wir gehen einfach ins Tor. Das ist einfacher. Und. Ah, fuck! Ich hab den mit der Seite getroffen. Ich wollte mich eigentlich hier so nach rechts, dann hätte ich den dann mit der Spitze getroffen. Hätte der genau aufs Tor gehen können. Oh. Ich hatte ehrlich gedacht, dass er ihn eventuell nicht trifft. Weil er gegen die Decke gegangen ist. Ja, oh. Damit rechnen wir natürlich nicht. Alexander Phillips. So kann man Mysterien Leuten aufgeben. Danke für nix. Komm, den machen wir noch. Okay, so nicht. Ärgerlich. Mein Mate ist ein Ballkiller. Der hat's absichtlich gemacht. Der wollte nicht, dass ich mehr Punkte kriege als er. Wichser! Nein. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ich habe auch einen kleinen Punkt damit dann mal abgehakt, was die Settings angeht. Natürlich kommen auch immer neue Leute dazu, aber ja. Und ja, bis zum nächsten Video. Schaut da gerne auch mal rein, das wird Braid sein, das ist ein, wieder was mehr Traditionelles.
Läuft ja schon zwei Parts. Ich gebe mir Mühe, dass das geschnitten ist, also dass es sich nicht zu lange zieht. Und zumindest die ersten beiden Folgen habe ich auch ein bisschen so was mal Witziges eingeschnitten, sage ich mal. Bei der dritten jetzt glaube ich nicht. Aber ich meine, wer sich mehr so für traditionelles, nicht nur Rocket League oder Minecraft interessiert, der kann da gerne reingucken. Das ist ein Jump'n'Run und Rätsel mit Zeit. Wie nennt man das? Zeitreisen, so ein bisschen. Man kann die Zeit zurückdrehen. Man kann nicht sterben, sondern wenn man tot ist, dann muss man die Zeit ein bisschen zurückdrehen und gibt dann auch Gegenstände und so, die von der Zeit nicht betroffen sind und all sowas. Und man muss mit Schlüsseln dann Türen öffnen und so. Und erinnert ein bisschen an Mario vom, nee, vom Spielstil hier, vom Laufen her. Die Gegner erinnern auch was da dran, aber dann kommt halt dieser, von der Grafik ist natürlich anders. Kommt noch dieses Zeitaspekt dazu. Und das ist wirklich cool, wirklich schwer teilweise schon und ich bin noch nicht weit. Egal. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.